willst du ankurzeln? One, two, three? Oder wie man yeah, das one, two, three, and. All we can do is sit and wait. All we can do is just sit and wait. They say all we can do is sit and wait. All we can do, yeah, that's what they say. Sit and wait, sit and wait. Just sit and wait. Sidney Youngblood, ja. Mein Gott, sit and wait. Sitzen ja. Und warten, wie in einem deiner größten Hits, musst du nicht mehr im Dschungelcamp. Du bist jetzt seit einem Tag draußen. Oh ja. Wie hast du deinen ersten Tag in Freiheit genossen heute? Oh, den habe ich sehr viel genossen. Ich habe was Gutes gegessen. Ich habe meine Frau wieder in den Saum genommen. Und ja, geduscht und alles was möglich. Ja. Ein bisschen rumgefahren hier in Australien? Aber, nee, also ich war ein bisschen shopping in den Shopping Center, so, ja, so was zum Essen kaufen und ja, und so ein bisschen brummen. Es ist ja mit deiner Teilnahme am Dschungelcamp deine Songs auch wieder so ein bisschen rausgekommen und viele singen die alten Hits von damals. Ja. Gefühlt hat man ja eigentlich lange von dir nichts wirklich so gehört in den letzten 30 Jahren. Was hast du in der Zeit gemacht? Oh mein Gott, ich habe eigentlich so viele verschiedene Projekte gemacht. Mhm. In den 90er habe ich so ein Projekt, heißt Sacred Spirit. Und dann habe ich so Filmdokumentarmusik für Frankreich und so weiter. Dann habe ich auch meine Live-Auftritts mit Band, auch also überall, so Dänemark, in Belgien, in Holland. So ich war eigentlich nie weg, aber nur so mehr live unterwegs. Mhm. Und ja, und dann Songs geschrieben. Die neue LP jetzt gerade war mal so 2,5 Jahre und arbeiten. Ich bin sehr wählerisch um meine neue Song. Yeah. Und ja, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt bald 29 Stück kommen da raus. Mhm. Und ja, ich bin so froh. Wie kommt es eigentlich, dass du so gut Deutsch sprichst, Sidney? Oh, das ist komisch. Also, wenn ich bin nach der Army, ich wollte Deutsch lernen. So, ich habe meine Lieblingsfilme in Deutsch, wo ich kenne den Englischen, also Dialog. Mhm. Und da hatte ich zum Beispiel Der Zauberer vom Oz. Oder der Pate. Und ich kenne fast den ganzen Dialog in Englisch. So, das habe ich so immer so Videothek, ja. Immer den gleichen Film ausgeliehen. Ja, gut. Ja, und die neue deutsche Welle hat mir ein bisschen geholfen auch. Ach, was war dein Lieblingssong? Mein Lieblingssong? Ja, Rosi hat ein Telefon, auch ihr hat ihre Nummer schon. Und 32, 16, ich kann ja zu den ganzen Nacht. Ja. Sehr gut. Sidney, als du im Dschungel warst, hat sich ja deine Tochter gemeldet. Ja, sie sagte immer so, du würdest dich nicht um sie kümmern und was ist da dran? Aber, hey, ich liebe alle meine Kinder. Ja. Aber wenn ich zu Hause gehe, dann werde ich das mal klären. Ja. Das ist, also mehr sage ich nicht dazu. Ja, ja. Nee, weil sie ja auch im Fernsehen gelaufen und so weiter. Ja, wie ich sagte, ich werde das mit ihr erklären. Ja. Und ich lasse es so. Sidney, dann genieß deine Zeit hier noch in Australien. Oh, danke schön. Jetzt noch mal die andere Nummer ansingen. Okay. Everybody all around the world. Stand up, all my brothers, join in our hands. United we're stronger, fighting for peace. Oh yeah, caring about our loved ones, trusting ourselves, sharing the feeling. Believe me, if only I could. All right. I'd make this world a better place if only I could. Yeah, I'd make this world a better place. Believe me. All right, here we go. Believe me. Wunderbar. Gut, danke. Sidney, wir sagen Tschüss zu unseren Bildlesern. Ja, tschüss. Und sehen uns morgen wieder. Ja. Vielleicht hören wir uns auch. So. Ja. Sidney nochmal, ne? Eine neue Single jetzt hier. Absolut. Ja.